Ja, halli, hallo, der Blumenmann ist wieder da. Was denkst du wohl, was er da wieder mal auf dem Tisch hat? Trockenmaterialien, Lavendel, Flachs, Ruskus, dann da, diese schönen kleinen Zwisseli. Dann habe ich da von diesen schönen trockenen Strohröschen ganz hitze, kleine, feine, so violette Blüten. Dann habe ich Hafer, ich habe Lunaria und ich habe ein wunderschönes Glas mit deiner Kerze. Dazu brauche ich Draht. Ich habe schon einige so Herbstwindlichter gezeigt, wo ich vielweise Euphorbia spinosa Holz verwendet habe. Diesmal möchte ich es euch mit Draht zeigen. Ohne Kleber, einfach schnell und schlicht einen schönen Windlichtdeko zu machen für den Herbst. Wir starten die Kreation. Ich mache mir da so einen zylinderförmigen Behälter. Ich habe da jetzt so einen Kübel genommen, mal den Draht. Wir machen so ein kleines, schönes Drahtgeflecht. Das kannst du, je größer das Glas ist, umso größer auch das Geflecht machen. Dann nehmen wir mal Draht. Ich finde, der Draht, der gehört dann auch als Deko-Element dazu. Also nicht, dass man das Gefühl hat, man darf am Schluss den Draht nicht mehr sehen, sondern ich finde ganz wichtig, dass wir den Draht auch am Schluss noch zeigen. So. Wir formen damit den Fingern schön sorgfältig nun. Fast wie ein Korb, kann man auch sagen. Man muss immer gut vorsichtig sein, dass man da wirklich die Drähte schön ineinander verkeilt, so dass wir da sicher sind, dass die Kreation gut verhält und nicht gleich auseinanderfällt. Vom Vorteil lässt man natürlich dann die Kerze auch aus, weil sonst hat man dann plötzlich keine Fingerhaare mehr. Besonders bei den Männern ist ja das ein Problem, dass man dann da ein wenig schmürzeliger Duft hat. Wichtig ist auch, dass wir darauf achten, dass wir da schön den Draht locker haben, dass wir da nicht irgendwie zu eng arbeiten, sondern dass wir da schön aufgelockert diese Kreation machen können. Jetzt habe ich da vom wunderschönen Flachs. Das sind alles so gefällte Trockenmaterialien. Man kann natürlich auch aktuell Hortensien nehmen, man kann aktuell zum Beispiel auch wunderschöne Samenkapseln nehmen, der Eiche, der Buche. Ja, es gibt da ganz viele verschiedene Materialien. Ich habe gedacht, ja, wir nehmen doch mal so ein wenig diese exklusiven gefärbten Trockenmaterialien. Und die gehen, ich sag mal, das ganze Jahr, besonders wenn man da diese in den ganz verschiedenen Farbigkeiten verwendet. Aber man kann natürlich auch sagen, ja, ich brauche zum Beispiel gemischt mit Hortensien, wenn die schön trocken sind, was ja jetzt dann bald im Herbst aktuell ist. Dieses Glas, das kannst du, ja, ich sag mal, vorzüglich im Herbst, Winter dann aufgestellt lassen. Im Frühling hat man dann manchmal das Trockene ein wenig gesehen, aber aktuell ist es sicherlich etwas vom Feinsten und Tollsten, wenn man da so ein schönes Glas aufgestellt hat. Ich habe gestern gerade gemerkt, es wird langsam dunkel am Abend und da ist doch auch auf der Terrasse toll, wenn man so ein schönes Kerzenglas aufgestellt hat. Dann nehme ich den gefärbten Ruskus.
auch mal da in mein Drahtgeflecht rein. Da ist es wirklich wichtig, dass man das Ganze schön auch nach unten arbeitet, also nicht, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, es ist nur oben wichtig, sondern es ist ganz wichtig, dass man oben wie unten da schön ausgeglichen eigentlich die Kreation schön macht. Mit dem Ruskus kann ich der Kreation schön mal auch ein wenig eine Basis geben. Der Flachs ist ja etwas locker, flockig. Der Ruskus, der gibt der Kreation mal Halt. Dann haben wir hier diese zarten Blüten. Legen wir da auch mal dezent rein. Ich finde da mega schön. Da hat es solche, die sind schön geschlossen. Und andere, die sind schon ein wenig geöffnet, und auch in den Farbigkeiten haben wir da verschiedene Farbtöne, die hellen, die dunklen, und das macht natürlich auch einiges an Spannung aus, nicht wenn man da alle in der gleichen Situation oder in dem gleichen Stadium ihre Entfaltung in die Kreation rein macht. Wichtig ist auch, dass wir da in das Drahtgeflecht die Blumen reinlegen, also nicht, dass wir das da einfach so aufsetzen, sondern dass wir das Ganze ein wenig in die Tiefe setzen. Dann nehmen wir diesen schönen Hafer, der gibt der Kreation auch nochmals etwas Lockerheit, so locker flockig, wie wir manchmal im Leben unterwegs sind, können wir da dieses Herbstglas auch nochmals ein wenig auflocken. Dann haben wir da den tollen Lavendel. Von der Farbigkeit her ist hier auch wieder schön, dass wir da das Violett aufnehmen. Und da kann man natürlich entscheiden, nehme ich diese violette Farbe ein wenig locker rein, also dass ich das Ganze so noch etwas aufstehen habe, aber das lassen wir da besser und machen es schön kompakt. Und dann einige Blätter, ein wenig zu wild in der Kreation sind, dann legen wir die wieder schön rein und haben dann auch kein Problem, wenn man dann die Kreation vollendet hat. Schauen wir da immer schön darauf, ich das Glas nur nehme, hält das natürlich nicht. Schön darauf, dass es wirklich auch schön gerade steht, das Glas in diesem Drahtgeflecht. Dann kommen wir dann auch schon langsam zum Ende. Ich sage immer, solche Kreationen, es könnten auch never ending stories sein. Also da kannst du stundenlange immer wieder neue Materialien reinlegen. Erstens. Zweitens kannst du da immer wieder stundenlang neu noch irgendwas finden, was dir gerade nicht so entspricht. Also ob du jetzt zum Beispiel sagst, hier passt das zum Beispiel nicht so gut rein, oder da bin ich zum Beispiel nicht so zufrieden, weil die Blüte nicht ganz perfekt in die richtige Richtung schaut. Wichtig finde ich auch, dass man die Materialien in verschiedenen Richtungen reinlegt. Also da diese zarten Zwisseli, dass du die nicht alle in die gleiche Richtung blickend hast, sondern dass du da auch darauf achtest, dass die mal nach links und mal nach rechts in der Kreation sind, so wie zum Beispiel hier diese zwei. So. Eigentlich wollte ich noch Lunaria reinnehmen oder Eukalyptus, aber ich merke, wir sind da schon so schön ausgewogen am Arbeiten oder die Arbeit schon so ausgewogen gemacht, dass es da schade wäre, wenn wir da noch eine zusätzliche Farbe reinmachen würden.
Und somit können wir doch sagen, ist diese Herbstkreation schön ausgewogen entstanden. Dreht, schaut, bin ich zufrieden, haben wir das Ganze schön hingekriegt. So. Nun. Glaube ich, bin ich im Einklang. Ah, die hätten wir auch noch reinmachen können. Ja, du siehst, also du suchst dir tolle Materialien. Ich denke, Floristik 24 hat solche Sachen. Amazon findest du sicherlich auch so schönes Trockenmaterial. Bei Floristik 24 gibt es 10% Rabatt, wenn du Blumenmann in die Rabattcode-Zeile reingibst. Dann kannst du profitieren von etwas einem vergünstigten Einkauf. Und ich suche meine Kerze. Feuerzeug habe ich schon. So. Was, wie gesagt, du könntest da stundenlang noch versuchen und testen, aber jetzt haben wir das Ganze schön angezündet. Ich hoffe, dir gefällt dieses Windlicht. Frech, farbig, toll, mit Dyed Flowers, Trockenblumen, wenn man ein wenig stilvoll sagen will, Dyed Flowers, damit es nicht so bieder tönt. Hey, ich hoffe, es hat dich inspiriert. Du kannst mal auch was ohne Euphorbia Spinosa Holz machen, weil das ist ja wirklich so kostbar und bekommt man nicht überall. Aber auch den Wickeldraht findest du bei Floristik 24. Also, ich sag dann Tschüss und weg. Sag dir Blumen, bis zum nächsten Mal. Wieder.